Hallo an alle, herzlich willkommen zu meinem Hands-on der Vintage District RE von Essence. Und erstmal muss ich ganz großes Danke auch an Essence sagen, dass sie meinen Beitrag verlinkt haben. Vielen, vielen lieben Dank. Dadurch auch Hallo an alle neuen Abonnenten, es sind ja einige dazu gekommen. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Das Jahresrückblick-Video war jetzt was Besonderes. Man sieht eigentlich mehr bei mir die Produkte als mich selber, aber es gibt schon ab und zu mal Videos von mir. Also herzlich willkommen. Und an alle alten Abonnenten, denen ich das Catrice-Rückblicks-Video schon lange versprochen habe, das sollte auch Silvester kommen. Ich bin aber über Silvester zu einer Freundin gefahren und wollte eigentlich auf dem Weg das Ganze schneiden und dann hat mein Computer das aber falsch übertragen, sodass ich dann nichts in der Hand hatte, um es schneiden zu können. Und ja, dementsprechend ist es noch nicht geschnitten. Ich muss das jetzt noch machen und ich hoffe, dass ich spätestens zum Wochenende das Video für euch habe, aber es ist schon gedreht. So, und jetzt mal genug der Vorrede. Jetzt kommen wir mal zu dieser wunderschönen LE, die jetzt hier vor mir liegt. Also ja nicht die komplette LE, aber die Produkte, die ich mir mitgenommen habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich einfach an mit dem Highlight. Es wäre jetzt Quatsch, da jetzt drum rum zu quatschen. Ich glaube, die meisten sind auch deswegen hier. Und zwar ist es das Vintage District Blush in der Farbe It's Popular. 9 Gramm sind enthalten, 12 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und hat gekostet 3,25, glaube ich. Ja, und es ist einfach wunderschön mit diesem goldenen Overspray. Und ich muss euch sagen, das könnte die schlechteste Farbabgabe der Welt haben. Ich hätte es mir trotzdem gekauft, einfach aus Designgründen. Und ich habe es mir sogar auch zweimal gekauft, weil ich weiß, dass ich es für euch swatchen möchte und dass ich es für euch zerstören möchte. Ich möchte aber dieses ich möchte mir das aufstellen. Ich möchte es irgendwo hinstellen. Ich finde es so schön. Es ist wirklich wunderschön. Ja, aber das hier kann ich ja jetzt benutzen und swatchen für euch nehmen. So, und gehen wir erstmal hier an der Seite in die Farbe. Also eine ganz glitterfreie Farbe. Und da erinnert es mich übrigens sehr an das aus der, ja, hier unten habe ich noch einen Swatch aus der Snow Jam, kommt dann auch noch heute. Erinnert mich sehr an das aus der, ich weiß gerade nicht mehr, Legends of the Sky LE. Gut, ja. Also die Farbe ist der Legends of the Sky sehr, sehr ähnlich, diesem Rouge, was es da gab. Wenn ihr das nicht bekommen habt, das wäre vielleicht ein Grund. Die Farbabgabe ist jetzt so semi-optimal, aber ich bin ja bei Rouge auch immer so eher vorsichtig. Da denke ich mir, oh, wenn es nicht ganz so krass pigmentiert ist, kann man es besser aufbauen. Jetzt gehen wir mal und ihr seht, das Gold ist wirklich nur Overspray. Also da ist man einmal drin, dann ist das schon runter und ja, so sieht es halt mit dem Goldschimmer aus. Ich habe jetzt hier nicht gerade das tollste Licht, wo man den Schimmer gut sehen kann. Ist halt jetzt ein normales, diffuses Tageslicht. Dürfte aber jetzt im Kunstlicht oder so ziemlich schimmern. Und darunter kommt so eine Farbe zum Vorschein. Man sieht es jetzt hier nicht so gut, aber die unterscheidet sich von der Hintergrundfarbe. Die ist eher so rosa, eher so wie die anderen Produkte, also so wie dieser Lippenstift jetzt hier zum Beispiel. Und die Farbe kann ich euch ja auch nochmal swatchen. So, und ich denke, ihr seht den leichten Unterschied, aber es ist kein starker Unterschied. Und wenn ihr es wirklich wunderschön findet und euch denkt, boah, ich möchte das Design nicht so schön, dann nehmt euch wirklich auch zwei mit. Ich weiß, es ist schwierig, weil meistens sind sie vergriffen, aber vom Design her top. Und ich glaube auch eine schöne Farbe, jetzt auch so für ein Frühjahr zum Einläuten. Die Farbe finde ich jetzt nicht so besonders, aber das Design ist der Hammer. Also mein absolutes Highlight aus der LE. Genauso besonders finde ich aber die beiden Nail Art Kits und ich habe mir beide mitgenommen. Und ihr seht, ihr habt wirklich die komplette Auswahl an Glitzersteinchen und was weiß ich, alles für Nail Art. Ihr könnt das aber natürlich bestimmt auch fürs Gesicht benutzen mit einem Kleber, wenn ihr da einen habt, einen Wimpernkleber meistens. Und dann könnt ihr bestimmt da auch effektvolle Augen-Make-ups nehmen, bloß ihr müsst halt vorsichtig sein, das darf nicht ins Auge gelangen, also am besten ein bisschen weiter weg vom Auge oder so, halt als verlängerter Lidstrich, ich meine, dann ist es ja auch ein Stückchen weit weg, dann geht das schon. Ja, und ich kann euch ja mal eins insofern aufmachen, dass ich euch zeige, wie das dann aussieht. Also ihr holt es dann aus der Hülle raus. Und dann sind das hier so einzelne Tütchen, die ja so angeklebt sind. Die, glaube ich, wenn ihr sie einmal aufgemacht habt, nicht ideal zum Aufbewahren sind. Also am besten habt ihr da vielleicht kleine Döschen oder irgendwas für, deswegen möchte ich es jetzt auch gerade nicht aufmachen, weil ich habe noch keine Döschen da und das würde dann alles hier rumfliegen. Ja, aber so ist das, also das wäre gleich der Tipp von mir, wenn ihr da euch das zulegt. Wenn ihr nichts zu Hause habt, vielleicht einfach auch gleich mal in den nächsten Bastelladen oder in so ein 50-Cent-Geschäft reingehen oder so ein Euro 99-Cent-Geschäft oder so und euch noch so ein paar Döschen holen. Aber ich finde die Auswahl wirklich schön. Man denkt auf den ersten Blick, das sieht doch voll gleich aus, gerade die beiden.
Aber man sieht, das ist schon auch noch ein Unterschied. Die sind ein bisschen heller. Es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Das ist, glaube ich, sich am allerähnlichsten von allem. Aber auch dieses Rosa, also wenn es jetzt nicht gerade in der Kamera gehalten wird, habe ich auch erst gedacht, so auf den ersten Blick, ist ja total gleich. Aber das hier sind so Flitterstücken und das hier sind richtige kleine rosa Strasssteinchen. Ja, und ich denke mal, da kann man echt viel mitmachen. Ich bin ja nicht so der Nail-Art-Mensch, aber da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich finde es eigentlich eine voll coole Sache, dass sowas meiner AE kommt. Ja, und was durfte da noch mit? Ein Nagellack. In der Farbe, achso, die haben natürlich auch Farbbezeichnungen. Wir hätten da Something Gold, Something New, das ist das, wo auch das Blattgold hier drin ist und wo ihr auch die rosa Strasssteinchen drin habt. Und wir haben Designer for a Day, unten steht's. Und hier sind 2,3 Gramm enthalten und hier 1,8 Gramm, aber das liegt halt auch an der unterschiedlichen Art der Produkte. Und ich glaube, gekostet haben die 2,45 oder 2,75. Ich sollte mir den Kassenzettel mal wirklich daneben legen. Und dann haben wir... Ach nein, ich wollte ja mit dem Nagellack weitermachen. Mensch, hier kommen wir nur durcheinander. Der nennt sich Antique Pink. Es sind enthalten 8 Milliliter. Und er ist... Oh, das ist wirklich winzig. 36 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und hat, glaube ich, 1,95 gekostet. Und da habe ich für euch auch einen Swatch gemacht. Nämlich hier. Und das ist jetzt erstmal nur eine Schicht. Also, man sieht auch schon noch ein bisschen durch. Ich würde euch definitiv zwei Schichten empfehlen. Aber es ist ein sehr schöner Cremeton. Seht ihr auch gleich mal den Pinsel. Und ich gebe dann jetzt einfach mal noch eine zweite Schicht drauf. Das ist gar nicht so leicht, das jetzt hier in die Kamera gucken und lackieren. Oh Gott, das wird gerade unglaublich ungleichmäßig. Also er ist sehr cremig. Ihr müsst da so ein bisschen das auch gut verteilen. Und auch schnell sein, dass der nicht so streifig wird. Jetzt, ich habe es halt jetzt total unregelmäßig gemacht, weil ich aber gerade nicht wirklich mich drauf konzentrieren konnte. Wie bei den P2 Snowkist Lacken, da kommt die Review übrigens morgen, also das Hands-On. Die sind auch so ein bisschen cremig. Müsst ihr mal schauen, da müsst ihr wirklich beim Lackieren ein bisschen aufpassen. Obwohl ich halt finde, die verteilen sich dann aber auch ziemlich gut, also von alleine, aber trotzdem. Ihr solltet dran denken, wenn ihr es macht. Ja, aber ich finde, es ist eine wunderschöne Farbe. Also es ist so ein schöner, dezenter Rosaton. Der ist irgendwie erwachsen und schick und trotzdem noch verspielt und ein ganz, ganz toller Ton. Und genau denselben Ton hat eigentlich auch dieses Lippenduo. Das ist in der Farbe auch Antique Pink. Oder Antique Pink. Antique Pink? Ne, Antique. Ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht so richtig. Ich glaube Antique, ja. Und da haben wir ja den Lippenstift und unten den Lipgloss. Und es sind enthalten 4 Gramm Lippenstift und 3 Milliliter Lipgloss. Wo könnt ihr es sehen? Und 12 Monate haltbar nach dem Öffnen. So. Und hat, glaube ich, auch 2,75 oder 2,25 gekostet. Also das Einzige, was über 3 Euro gekostet hat, war das Rouge. Jetzt kommt mal der Swatch des Lippenstifts. Oh, wirklich eine sehr schöne Farbe. Kommt vielleicht in meiner Kamera ein bisschen orangelicher rüber, als es eigentlich ist. Aber wirklich, wirklich richtig schön. Oh, gefällt mir richtig gut. Ich freue mich gerade riesig, dass ich den mitgenommen habe. Und jetzt machen wir mal noch den Gloss. Daneben. Der ist so semi-deckend. Obwohl, er gibt schon gut Farbe ab. Da gibt es auf jeden Fall schlechtere. Ich habe ihn jetzt natürlich noch nicht auf den Lippen getragen. Aber ich finde, er lässt sich auch gut verteilen. Er sieht recht leicht aus. Ja, aber deswegen ist es ja nur ein Hands-on und keine Review, weil ich habe noch nicht alles getestet. Ich habe halt auch meine Patschelchen das erste Mal ran. Und ich gebe jetzt mal hier ein bisschen was über den Lippenstift drüber. Ja, das passt halt einfach perfekt. Ich meine, die sind aufeinander abgestimmt. Großartig finde ich, dass da kein Glitzer und kein Schimmer drin ist. Ein glitzerfreier Lipgloss zu dem Lippenstift. Das habe ich ja bei den P2-Sets, die es ja auch in LEs ab und zu mal gab, so bemängelt. Dass die halt immer so geglitzert haben. Das hat mich immer so aufgeregt. Aber deswegen durfte das letztens mal mit, weil es halt so glitzerfrei war. Okay, ihr Lieben. Das war das Hands-on meiner... Nicht, das war mein Hands-on der Vintage District AE von Essence. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Sachen geholt habt. Ich hoffe, ich komme hinterher mit Beantworten. Ich bin da immer... Das ist immer ein bisschen stressig. Es tut mir leid. Also, wenn ihr mir schreibt, ich lese jeden Kommentar. Ich schaffe es bloß leider nicht zu antworten immer. Aber ich freue mich natürlich immer riesig. Also über jeden Einzelnen.
Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet heute noch ein. Es kommt nämlich noch die Snow Jam LE. Die habe ich beide zeitgleich jetzt entdeckt und ich möchte euch die Videos ja auch nicht vorenthalten. Ihr sollt ja auch rechtzeitig danach jagen können. Ja, und dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und passt auf euch auf. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.